Hallo und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Seit der letzten Folge habe ich mich nochmal durch den Therapeuten gewühlt und habe zumindest einen hier ersetzen können. Ich habe alle weiblichen Zwerge mal mit Armeezwerge mal mit Reserve betitelt und habe hier ein bisschen die Namen angepasst, dass es mehr weiblicher klingt und werde jetzt den Apodes nochmal als Warrior suchen. Und dann haben wir schon mal einen männlichen Zwerg mehr in der Armee. Leider sind alle anderen Armeezwerge, die ich finden konnte, auch Frauen. Deswegen können wir erstmal nur einen austauschen. Wobei es hier jetzt ja eigentlich eher schlau gewesen wäre, die mit den Kindern auszutauschen. Aber früher oder später könnten die anderen auch welche kriegen. Also ist das eigentlich. Da war. Nee. Viva. Haula. Müsste eigentlich auffallen. Ist groß geschrieben. Reserve. Ich habe auch alle anderen, die was können, schon mal auf Reserve aufgetaucht. Die sind zwar immer noch von dem Beruf her Hauler, heißen aber nicht mehr so, damit ich da nicht aus dem Durcheinander komme. Kommen wir nochmal an Frauen. Da ist er. Oh, nee, dahin nicht. Stopp. Da soll doch der Schumbock hin. Und da soll der Apo hin. Wo ist er denn? Wollen wir neu suchen? Ah, ich kann aber nach den, genau, nee. Nach den Anführungszeichen gehen. Das habe ich noch gar nicht versucht. Und ich sollte vielleicht mal die 3 benutzen. Das geht ein bisschen schneller. So, damit sind wir wieder komplett mit der Armee. Gut, da liegt auch schon ein goldener Bolzen. Liegt echt ein goldener Bolzen. Ein Bismut-Bronze-Bolzen. Den könnten wir eigentlich einschmelzen. Obwohl wir können. Ne, den können wir auch da liegen lassen als Munition. Ich meine, gut, wir haben eh jetzt, werden die zwar noch nicht benutzen, aber dann haben wir sie schon mal. Das wird noch geschliffen hier. Das dauert alles noch. Ich hätte vielleicht auch noch mal einen Miner dazu holen können. Könnten wir aber noch mal eben mit unseren Armeezwergen machen. Obwohl, das macht, glaube ich, ein Engraver. Dieses Smoothen. Da könnte ich mal gucken, ob ich davon 2 schon hatte. Aber ich meine, ich hatte jeden Beruf zweimal. Wo ist er denn? Ui. Blind. Gem Setting, Gem Cutting. Metal Crafting. Ja, ich finde es nicht. Ne. Gibst du jetzt nicht? Bonk of Stone Crafting. Game oder zählt das hier unter. Wo ist es? Mining, Carbon, Stone Detailing. Das könnte sein. Oh, da habe ich auch gar keinen. Moment. Doch, da haben wir nur einen, den It. Okay. Dann machen wir, geben wir das nochmal den. Salur und den Vexare. Haben wir also auch den Schumbock und noch den Eshtan. Na, Schumbock nicht. So, dann machen das jetzt auch ein paar. Und weiter geht's. Da oben, da kommt ja was. Die menschliche Karawane ist eingetroffen. Schön. Dann bringen wir doch schon mal Rummel zu unseren Trading-Posten. Ich meine, wertvolle Kleinods, die wir mühselig erschaffen haben. Wo sind sie? Glass Crafts. Jo, mal einfach alles hin. Jetzt wird natürlich ein bisschen rumgeklickt hier. Mehr Kisten wären echt eine tolle Sache. Dann wird das um einiges schneller gehen. Ich weiß, ich lasse jetzt hier aus Versehen einiges aus, aber. Das macht nichts. Wir brauchen von den Menschen wahrscheinlich nicht so viel. Wir müssen ja auch noch was haben für die. Ah, da liegt sogar einiges noch drin. Oh, wir haben eine Figurin auf Karibiki. Die lassen wir hier. Heiliger Karibiki. Nein. So, ich lasse es mal so. Dann könnten wir noch mal ganz kurz die Tables durchgehen. Da ein Schlecht dabei ist.
Das sind nicht die Tables. Das sind die Tables. Oh, der ein schlechter. Ach stimmt, wir hatten einen neuen angelernt, ne? Ja, so viele. Ja, die Betten. Haben wir gar keine Betten mehr? Wir haben gar keine Betten mehr. Okay, Thrones. Da sind nur zwei Miese bei. Und das eine ist auch nur eine Figur von einem Throne. So, und wir brauchen einen Trader. Dann gucken wir mal. Eben hier nochmal rein. Da könnte ich eigentlich auch schon mal Statuen setzen. Zumindest zwei. Aber wir haben sowieso nur drei. Haben wir gar nicht zu suchen. Oh, ist das nicht schön. Moment, welchen Raum hatten wir jetzt wo? Dann kriegt sie in ihrem Büro kriegt sie eine Statue von sich selber. Das war das Büro, ne? Ja. Hier ist unser Büro. BS. Flupp. Eine Statue von Marlene im Büro. Schön. Und im Office bekommt sie... Ola Partner Orange. Im Dining Room. Und die dritte Statue dann dahin. Das bringt mich auf die Idee, dass ich direkt nochmal ein paar Statuen machen könnte. Weil da werden wir auch noch jede Menge von brauchen. 20 direkt. Ich könnte auch mal welche aus Eisen machen. Aber nicht so viele, nur 4. Haben wir genug Eisen? Raus damit. Können wir auch notfalls noch alles verkaufen. So, der Architekt braucht Tische für die Traction Bench, aber wir haben doch Tische. Ich dachte eher vielleicht, dass das Seil ein Problem sein könnte. Aber nee, Karibiki needs table. Ach so, weil der Mechaniker nur hiervon kriegt. Ah. Alles klar. Da muss man natürlich. Das sind so diese tricky Sachen, dessen Risiko man eingeht. Also, ne, das Risiko. Ja. Wenn ich wieder weiß, was ich sagen wollte, sage ich euch Bescheid. Nein, also das ist halt das Risiko. Wenn man das mit den Stockpiles macht, dann muss man da aufpassen. Denn wenn die dann urplötzlich mal was anderes brauchen, wie jetzt in diesem Fall, braucht er hier den Tisch davon. Dann haben wir natürlich ein Problem. Was mich direkt dazu führt, dass wir auch noch ein Seil brauchen. Ich weiß gar nicht, wo das drunter zählt. Oder Ketten. Wir haben auf jeden Fall zwei. Und ich glaube, das gehört hier mit bei. Finished Goods. Ich bin mir halt auch da jetzt nicht gerade sicher. Ich schau, da Ketten sind schon mal hier drin. Dann sind Seile da bestimmt auch drin. Und wenn nicht, würde er bestimmt sofort nochmal meckern. Ich teile das auf jeden Fall auch mal an den Mechaniker. So, jetzt darf der nämlich von allen nehmen. Und jetzt sollte der Fehler auf jeden Fall schon mal behoben sein. Und Kari kann seiner Arbeit wieder nachgehen. Und da wird geglättet. Jetzt mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. So, jetzt machen wir da Fortifications rein mit A. Diese drei. Da und da. Und da kann man halt rausschießen dann. Dann können wir die Bogenschützen, die Armbrustschützen schön da reinpacken. Wo bleiben eigentlich die Menschen? Und dann können die da rausschießen. Ohne getroffen zu werden, außer von anderen Bogenschützen natürlich. Aber sie sind halt nicht so in der Versuchung, im Nahkampf zu rennen, weil sie dafür erst einen riesen Umweg laufen müssten und... Wenn sie es trotzdem vorhaben, dann machen wir die Tür zu. Was hat der Hund denn jetzt da liegen lassen? Alter, die Überreste von einem grünen Baumfrosch. Toll. Da freuen sich unsere Leute ja. Merchants have arrived. Was schleppen die da eigentlich alles an? Salur kann nix. Craften. Warum sind denn da keine Steine wieder drin?
Aus 21 haben wir keine Steine mehr. Doch, hier sind doch welche drin, oder? Liegen die da nur zufällig rum? Limestone? Doch, Limestone zählt. Ja, ich tu trotzdem nochmal buddeln. Wir sind aber auch echt schon tief. So langsam muss ich aufpassen hier. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Vielleicht sollte ich auch mal jetzt tatsächlich mal drüber nachdenken, die Kaverne zu öffnen. Oder zumindest mal irgendwo anders einen tiefen Tunnel da unten zu buddeln. Das mache ich, glaube ich, sobald ich die Hedgecovers fertig habe. Ich meine, wir können uns ja immer noch einschließen, notfalls. So, genau. Ich wollte wissen, was die da alles anschleppen hier. All die Knochen? Wo kommt das denn her? Inventar. Was habt ihr dabei? Ein Kopf. Mit Goblin. Da, ich sagte ja. Die Chancen stehen gut, dass die ersten Goblins auftauchen. Ich habe gar nichts von dem Kampf mitbekommen. Na, hier steht auch nichts von dem Kampf. Da sind Goblins mitgekommen mit der Karawane. Aufpassen, wo die Zwerge herkommen. Einmal nach oben. Und die haben anscheinend gegen die Karawanenleute gekämpft. Da sind, liegt mal ein Bolzen rum. Und das könnte Blut sein. Hier ist überall Blut. Dingo-Blut. Dingo-Blut ist aber nicht das, was wir suchen. Hier ist... Obok exploited Zwergenblut. Zwergenblut. Ist doch kein Zwerg von uns gestorben, oder? Das wird wohl einer der Karawanenzwerge gewesen sein. Hier liegt was. Goblinblut. Und ganz viel verbotene Goblin-Sachen. Oh, die kassieren wir mal. Ich gehe mal davon, oder ich hoffe mal, dass jetzt gerade kein, also nicht noch mehr Goblins hier sind. So, ich guck mal auf die Einheitenliste eben. Wir haben ganz viele Dingos. Ein Wagon. Merchant ist der eine dabei. Human. Ah, das sind Menschen. Das heißt, der Zwerg war tatsächlich einer von uns, glaube ich. Aber das kann doch nicht. Da ist noch mehr Blut. Eisenbolzen. Gänseblut, das ist wahrscheinlich von der Jagd vorhin. Und Puzzleblut, ja. Also hier hat es einen Kampf gegeben zwischen einem Zwerg und einem Menschen. Und einem Goblin. Ich werde mal eben sofort in die Gruft gucken, ob wir da einen zusätzlichen Zwerg jetzt haben. Aber es wundert mich, dass kein Kampflauf war. Das kann man auch sehen hier mit R. Da, die Menschen haben gegen Dingo gekämpft. Ein Dieb hat gekämpft gegen die Menschen. Aber wo kommt das Zwergenblut her? Also ein Zeug hier verloren. Wo? Ja, das Kapier haben wir schon alles. Okay, Reports nochmal. Buzzard ist am Kämpfen. Ah, vielleicht ist da gar kein Zwerg gestorben. Vielleicht ist das... Oh, kann eigentlich nicht, komisch. Der Ex-Zwerg hat gegen Dingo. Dingo. Gegen Goblin. Thief. Ne. Ich könnte jetzt den Namen suchen. Aber ich werde einfach tatsächlich das jetzt noch was laufen lassen. Snatcher. Wo ist er? Da. Da ist der Snatcher.
Ne, ist ein Goblin Thief. Also Snatcher sind die, die unsere Kinder klauen wollen. Die sollte man auf jeden Fall auch aufhalten. So, ich glaube, wir kommen mal in Einsatz für die Silbergarde. Die ist auch gerade aktiv. Das heißt, ihr kriegt jetzt einen Killbefehl mit K-Attack. Und auf diesen Thief da drauf. So, Kill. So, der rennt schon weg. Gucken, ob wir ihn erwischen. Ich glaube fast nicht. Noch einer. Ist noch irgendwo einer da unten? Ja, die rennen sofort weg, wenn die entdeckt werden. Auch die Snatcher. Das heißt, es ist tatsächlich ziemlich unrealistisch, dass wir den tatsächlich töten können, weil die natürlich auch ziemlich schnell sind. Und wir ja noch eher unerfahren. Aber ich werde einfach trotzdem mal die jetzt einfach mal hier vorne hinstellen, unsere Garde, mit einem Move-Befehl. Vielleicht haben wir dann gleich mehr Glück. So, die stehen da alles schön jetzt rum. Sollte da jetzt noch einer ankommen, hauen wir einfach um. Was ist denn das Weiße da, bitteschön? Ein Bunny, ein Haustier. Die Trailer sind am Abladen. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, was war das jetzt für ein Zwerg mit dem Blut da? Es ist schon wieder angehalten, was ist schon wieder passiert? Aber wir haben ein Mädchen gekriegt, okay. Ich dachte noch ein Dieb. So, ich schau mal eben in die Gruft jetzt. Zwei Zwerge müssen ja drin liegen. Hier liegt keiner. Obok, lieber Schalat. Obok, Olin. Wir müssen natürlich jetzt alle auch mit O heißen, aber... Ne, da ist wohl echt nur einer verletzt worden. Keiner gestorben hier unten. Hier oben. Eieiei. Doch, Obok. Dingoblut. Hä, warum? Warum ist denn da... Blut von einem Zwerg, der schon... Ach, das ist ein anderer Obok. Ja, solche Geschichten sind dann hier immer, die tauchen mal ganz schnell auf. Da ist irgendeiner von unseren Zwergen wohl angegriffen worden. Exploded, ja, ist ein anderer. Während er hier oben was gemacht hat. Und, scheint aber nicht daran gestorben zu sein. Der Dingo hat ihn wahrscheinlich angegriffen. Eigentlich, was wir machen, können wir gleich mal eben gucken, ob wir einen im Hospital haben. Können wir schon traden? Ja, traden geht schon. Ah ne, sind noch am Abladen, unsere Freunde. Na gut, dann... Ich schau mal ganz kurz in die Liste, ob ich ihn sehe. Schade, dass sie nicht alphabetisch ist. Ich habe gesehen, da gibt es wohl ein Add-on, der die Sachen zumindest... oder die Cursor-Position speichert oder sowas. Ist ganz lustig, wenn man Sachen auswählt. Das könnte ich mir eventuell mal drauf tun. Aber jetzt suchen wir mal eben einen Obok. Obok. Aber nee, ich sehe gerade keinen. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Ist aber eigentlich nicht so wichtig. Kann ich vielleicht bis zum nächsten Mal nachgucken. Obwohl, jetzt interessiert mich ja doch, was das für ein Zwerg ist. Ich meine, lässt mir keine Ruhe. Der muss doch hier sein irgendwo. Aber ich könnte mal eben im Therapeuten noch gucken. Die sind nämlich nach Namen sortierbar. Olon. Nein. Odom. Obelixine. Ja, anscheinend keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein alter Zwerg und wir haben es nicht gesehen. Könnte natürlich auch sein, dass das jetzt ein richtiger Name ist. Wir geben ja nur Spitznamen. Na, egal. Lassen wir uns nicht von stören. Wir buddeln lieber weiter. Und ich könnte schon mal hier so ein
Ort raussuchen, wo ich dann mal da unten buddel, demnächst. Lieber näher Eingang oder lieber ein bisschen weiter weg. Da ist auch noch Blut. Ex-Bolted Stormblood. Ist mir. Wer ist Obok Ex-Bolted? Anscheinend keiner von uns. Hoffe ich einfach mal. Und was ist das da jetzt? Ah. Hier ist überall von dem Typen Blut. Und eine Katze. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht. Was ist das für ein Zwerg? Er scheint sich also mühselig hier runtergeschleppt zu haben. Aber hat dann hier aufgehört zu bluten. Ist vielleicht im Hospital? Das Hospital war da auf der ersten Ebene, in einer liegt aber auch keiner drin. Sind unsere Händler fertig? Nee. Ja, die Fragezeichen da, die habe ich auch so langsam. Ich glaube, wir können unserem Squad mal sagen, geht mal bitte zurück. Und ich stelle die auch mal eben auf inaktiv. Denn, wie ihr seht, die haben alle Hunger und Durst. Die stehen da gerade alle rum und kriegen schlechte Laune. Da hätten wir noch einstellen müssen. Da, was ist das noch? Ein Troglodyten-Lederhut. Ist auch noch ein bisschen Blut, glaube ich. Aber Buzzard Blut, okay. Der könnte man einstellen noch, dass die nicht alle immer da sein müssen. Habe ich das nicht sogar schon mal eingestellt? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Gehen wir auf die Schedule. Train 8 Minimum. Ja, das könnte aber mit... Weiß ich nicht, ob das heißt. Doch, ich glaube, das heißt, dass mindestens 8 da sein müssen. Dann können 2 immer gehen. Ja, müsste eigentlich. Okay. Dann würde ich sagen, nächstes Mal handeln wir. Die Fortifications sind auch inzwischen fertig. Brauchen wir noch Crossbows und den ganzen Rummel reintragen. Und dann müssen wir gucken, dass wir danach nicht mehr rausgehen. Denn wenn die Zwerge kommen, wird bestimmt hier noch ein bisschen mehr Action rausfinden. Und ich werde mal versuchen, rauszufinden, wer dieser komische Obok Exploded ist. Und ob der zu uns gehört und was der überhaupt hier macht. Ich verabschiede mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Euer Schumbok.